Du kennst das bestimmt. Du hast kein Geld mehr für das Spiel, das du haben wolltest, und klapperst Internetforen ab, ob es vielleicht eine kostenlose Alternative zu diesem Spiel gibt, ob es Kraken ist oder was weiß ich. Du überlegst dir sogar, auf den Trödelmarkt zu gehen, um zu schauen, ob du das Spiel billiger bekommst. Du hast nur 10 € zur Verfügung. Das Spiel kostet 60. Du machst dir die Mühe und gehst an dem Samstag raus, um das Spiel auf den Trödelmarkt zu suchen. Nach langer Suche schaffst du es auch. Du siehst das Spiel, jedoch ist etwas komisch. Es hat nicht das gleiche Cover. Es ist nur eine schwarze CD-Hülle mit der Aufschrift mit dem jeweiligen Spiel. Du kaufst es, da es nur 5 € kostet. Von den restlichen kaufst du dir was zu trinken oder zu rauchen oder was weiß ich. Etwas, was dein Herz begehrt. Du fragst den Verkäufer nochmal, ob es auch das richtige Spiel soll, weil du dir nicht sicher warst. Er sagte, aber natürlich, ich belüge meine Kunden nie. Das sagen sie alle, aber es war es, weißt du nicht. Aber die meisten dieser Verkäufer wissen nicht mal, was sie verkaufen. Hauptsache, sie verkaufen es. Du gehst nach Hause, startest deine Xbox oder deine PS4, je nachdem, was du hast, und schiebst die CD ein. Du startest mit voller Vorfreude das Spiel und bemerkst direkt, dass etwas falsch ist. Das Main Opening des Spiels ist komplett anders. Es ist nur schwarz. Und dann, nach circa geraumer Zeit, kommt eine Überblende mit dem Titel des Spiels. Es ist komisch. Du kennst das Spiel schon, du hast es schon mal besessen. Und es ist komplett anders, als du es kanntest. Du hast zwei Optionen. Einmal laden und neues Spiel. Du wusstest, dass du Speicherstände hattest. Du wolltest laden. Aber laden war dir nicht gegönnt. Nur die Option neues Spiel. Du warst irritiert, doch du hast es gestartet. Direkt die ersten 5 Minuten waren eigentlich recht normal. Danach fing alles an, noch merkwürdiger zu werden. Das Spiel stockte immer. Es hatte Lags und war nicht wirklich grafisch perfekt. Du dachtest, dass es einfach nur Bugs sind und dass diese Version von diesem Spiel einfach nichts ist als eine Art Fake-Version. Aber dann sprichst du eines der NPCs an, die du für die Main-Quests brauchst, und sie sagt komplett komische Sachen zu dir. Zum Beispiel, nicht, möchtest du eine neue Quest machen oder möchtest du etwas kaufen? Nein. Was sie sagt, hat dir das Blut in den Adern gefrieren lassen. Es stand drauf, du wirst heute Nacht sterben. Egal, ob du schläfst oder nicht. Danach, kurz danach, ging das Spiel aus. Und deine Xbox oder PS4 oder was weiß ich, ging nicht mehr an. Du warst verärgert, aber gleichermaßen geschockt. Mit dem Rest des Abends hast du dich damit vergnügt, dir auszumalen, was heute Nacht passieren würde und wann genau heute Nacht. Danach wurde es halt dunkler, es wurde spät. Und du wurdest müde. Und danach Totenstille.